Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge und eventuell die letzten Folge von Latte Porn. Aber bevor mir jetzt, wie ich eigentlich im letzten Part gesagt habe, zum Endbuster hinten geht, möchte ich doch noch mal eine Sache machen. Wahrscheinlich gibt es noch mehrere Sachen, die man theoretisch machen könnte. Aber was ich noch gerne machen möchte, und da müssen wir nach Menzes Albtraum. Wir wollen diesen einen Blutbrocken, und ich habe mich ein bisschen minimal erkundigt, wo der ist. Also wie gesagt, der ist in dem Gebiet. Und hier gibt es nur ein Marlboro Run. Also kein Wunder, dass ich den noch nicht habe. Und zwar müssen wir ein Mutterhirn, also so laut Beschreibung, muss ein Mutterhirn runterstoßen, das dann looten, und da soll ich diesen Brocken dann bekommen. So, ich habe mich auch mal kurz informiert, wo ich überhaupt mich hinteleportiere. Ich habe mich mal hin teleportiert und ich habe gesehen, das ist das mit Wahnsinn. Von da habe ich mich jetzt mit der Rune ausgerüstet wieder. Mit der, Moment, wo kann man das nochmal sehen beim Status genau? Ich habe die 5% Bonus GB rauskaut und Wahnsinnsresistenz plus 200 gemacht. Und ich habe noch Handschuhen ein wenig geändert, damit ich halt noch mehr Wahnsinnsresistenz habe. Also jetzt habe ich momentan 280. Dass ich da ein wenig geschützt bin, weil es wird unbedingt nicht leicht. Und ich habe die Beruhigungsmittel wieder aktiv. So. Jetzt können wir loslegen. Ah, fucking Wahnsinnsresistenz. Beziehungsweise der Wahnsinn. Au. Habt ihr denn gesehen, der Drecksack? Aber der kriegt auch schön Schaden ab. Das hat er verdient. Geh weg. Geh weg. Blöde ist, der teilt sich nochmal in so blöde zwei Maten auf. So richtig eklig und ranzig. Na komm, lass mich jetzt nicht gegen Maten sterben. Und den Brocken, wie gesagt, den hätte ich jetzt sehr gerne. Ohne Komplikation. Aber ich hasse die Viecher, das sind so richtig eklig. Oh Gott. Drecksack. Geh mal wenigstens wieder ein bisschen leben. Na, geht doch. Hast ein paar Blutfionen für mich? Nice. Oh je, au, au. Ah, dieser fucking Fluch da. Geht so einen auf die Eier. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Ja, und dann teilt sich dieses Drecksding nochmal ab. Das hasse ich so an den blöden Viechern. Aber ich muss dann wahrscheinlich mehr oder weniger rein. Ich weiß zwar jetzt nicht, was mit Mutterhirn gemeint ist. Da, ich denke mal, da laufe ich einfach so, weil, naja. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ihr mit euren Steinen. Ihr könnt schon mit Steinen weiterspielen, das ist in Ordnung. Aber belästigt mich nicht dabei. Ich weiß auch übrigens nicht, wo ich muss, also. Wir erkunden uns nochmal. Auf jeden Fall haben wir einen Eisenschlüssel vom, oh Gott, wie hieß der nochmal? Mikolas, von dem Typ im, oh Gott, das war ja das mit den Spinnen. Ich gehe einfach weiter. Einen Eisschuss bekommen und damit könnte man ein neues Gebiet freischalten, oder was heißt neues Gebiet, dass wir halt ein bisschen weiterkommen. Mit den Spinnen möchte ich nichts zu tun haben. Guten Tag! Oh, da steht schon wieder einer. So. Ja, um euch kann ich mich kümmern, aber zum Glück ist die große Spinne nicht da. Ach Gott. Nicht sterben durch Spinnen. Geht weg. Da kommen ja ein bisschen zu viele Spinnen gerade. Aber zum Glück ist die große Spinne. Aua, die lebt ja noch. Die habe ich nicht bedacht, dass du noch lebst. Wenigstens kommt die große Spinne nicht durch. Bam, und nochmal drauf. Ah. Gut. Dann hätte man die soweit alle erledigt und haben ziemlich viel Blut bekommen. Also Blut, Blutechos. So. An irgendeiner Brücke soll ich ein Mutterhirn runterhauen. Das ist wahrscheinlich noch nicht dieses Gebiet. Sieht aber schön aus. Oh, schöner Mond. Die blutrote Nacht ist vorbei, Leute. Da baumelt's rum. So. Aber ich denke mal, die schwierige Phase habe ich jetzt hinter mir. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, da unten waren ja die kleinen Kiddies. Ja, gut. Die sind jetzt nicht unbedingt so das Problem. Ich habe den Eisenschlüssel, ne? Jetzt mal so als Frage. Normalerweise schon. Eisenschlüsselturm, da ist er ja. Ja, no, weil der Stand, den kriege ich, wenn ich einen Boss kill. Also, ich habe eigentlich eh einen Boss gekillt. Au. Aber mir gefällt mir nicht, dass ich noch nicht so stark bin. Aber das könnte man mit dem Bocken dann ein wenig ändern. Da ist ein Aufzug. Ich gehe ja mal den Aufzug. Weil, eventuell habe ich den freigeschalten. Mal schauen. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, dann gehe ich wieder. Wieder nach oben.
Das ist jetzt der andere Shortcut, den ich freigeschaltet habe. Okay. Dann weiß ich doch, wo ich mich orientieren kann. Gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht irgendwie da etwas runterschmeißen. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir alles herausfinden. So, geht doch mal weg, Kinder. Ich lasse sie einfach mal so, weil... Hier waren jetzt schon etwas ekligere Gegner. So, zum Beispiel der Boy. Aua! Au! Meine Batterie ist schon wieder leer. Das ist ja schön. Okay, jetzt sollte man wegen abgehen. Au! Dann nicht neben den Heil. Machen. Wisch! Leider sind die auch ziemlich stark. Das kennt man nicht. Na, ein schmutziger Blutedelstein. Ja, so schmutzig und benutzt. Ja, wenn wir nach oben schauen. Da geht's also auch ein Weg. Okay. Den gehe ich ja mal. Oh, so fertig nicht. Ne? Das gefällt mir nur bedingt gut. Ich glaube, da unten war ich nicht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Weh, das ist eine Falle. Oh Gott. Wo geht's denn da nach unten? Soll ich jetzt einfach mal runterspringen? Ja, ich kann ja nichts anderes. Als es ist eine Falle, wow. Doch nicht. Hä? Moment. Ich sehe ja überhaupt nichts. Wo ist denn meine Dingsbums? Ja, das bringt jetzt viel. Ja, und was soll hier jetzt sein? Wahrscheinlich irgendwo ein Abgrund, wo ich dann runterfliege. Hä? Soll da irgendwie was sein, oder... Wenn hier irgendwie was Ekliges versteckt ist, dann bin ich nicht begeistert. Ich hab keine Ahnung. Es muss doch irgendwie einen Sinn haben, dass ich da nach unten gehen kann, oder? Naja, ich gehe einfach mal wieder nach oben. Weil... Das ist mir nicht ganz geheuer, ich wüsste nicht, was ich da jetzt machen sollte. Komme ich jetzt überhaupt nach oben? Ah ja, okay. Das sieht man halt überhaupt nicht da. Ich frage mich, wofür das da geeignet ist. Wahrscheinlich ist unten irgendwas, aber keine Ahnung was. Geh weg. Du auch. So, hat er erwischt. So, jetzt müssen wir nur noch das hier überleben. Und es ist nur ein Platzperson, also lass mich in Ruhe. Bye bye. Da war ich geschlafen. Ist auf jeden Fall interessant. So. Jetzt sind wir weiter oben. Was hat es für einen Sinn? Ah, okay. Na gut, da will ich sowieso nicht hin, von daher kannst du machen, was du willst. Wir generell jetzt die ganzen Viecher, die können wir mal am Arsch leck. Stimmt. Jetzt könnten wir auch mal da die Wege da gehen. Weil hier unten waren wir auch noch nicht. Bitte nach unten. Da ist eine Lampe. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt bin. Ich glaube, die... Ja, ja, ist in Ordnung. Genau, das ist noch ein Shortcut. Das ist ein Double Shortcut. Ah, interessant auf jeden Fall. Ah, und damit kann ich das jetzt holen. Okay. Gut zu wissen. Ein Double der Double Shortcut. So, dann lasse ich wieder dahin. Und was bin ich? Da ist dann noch ein anderer, also noch ein Shortcut wahrscheinlich. Okay. So.
Okay, da war ja mal eine Brücke, die ist jetzt nach oben gewandert. Das heißt, wir müssen woanders dann aufkommen. Schauen wir mal, ob das irgendwie geht. Und vielleicht dann bei der oberen Brücke, dass man dann da irgendwie was machen kann. So, das war ja dann der Bosskampf. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich da irgendwie am besten hochkomme. Und nicht runterfliegen, obwohl ich glaube, jetzt wo die Brücke oben ist, kann ich gar nicht mehr runterfallen. Ich in meiner naiven Leichtsinn. Schauen wir einfach mal. So, da geht's noch weiter nach oben. Lasst euch nicht stören. Geh weg. Geh weg. Hab keine Zeit für euch. Wir haben hier nachher noch einen Boss zu erledigen. So. So langsam müssen wir doch oben sein. Komplett oben sein, oder? So. Das ist jetzt die Brücke. Kann ich hier jetzt irgendwas runterschmeißen oder? Keine Ahnung, das sind ein paar Gitter, aber ansonsten. Ich bin nicht davon begeistert. Na, Mensch, gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht war es ja gar nicht die Brücke. Wer knurrt hier? Ach, ihr seid's. Naja, dann knurrt man schön weiter. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin in meinem Level-Farm-Punkt. Weil da kann man da die zwei killen. Da kriegt man dann ungefähr 5000 insgesamt. Dann haben wir oben noch so einen Feuermagier. Da gibt dann auch noch mal 2500 ungefähr. Und dann hat man oben drei Schweine, die man dann angreifen kann. Und da gibt man ziemlich viel Blutviolen. Komm, geh weg. Zack. Er hat minimal weniger gegeben. Aber es ist in Ordnung. So, dann haben wir hier dann das erste Schwein von drei. Gibt halt knapp 10.000. Schön, dass du mir deinen Arsch zeigst. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass er mir den Arsch einfach so gezeigt hat, der Drecksack. Aber er wird schon wissen, was er damit bezwecken wollte. Au. Schweine. So. Oh, mach dich kaputt. Au. Okay, Glück gehabt. Jetzt können wir noch um die Schweinebacke kümmern. Und gleich noch einmal. Und weg, und weg. Au. Fällt was? Jetzt holen wir noch ein bisschen Leben zurück. So. Dann können wir uns noch eine Blutfiole gönnen. Dann können wir hier noch ein bisschen was looten. Wo sind die? Wo? Die andere Sau? Da. Okay. Gut. Dann haben wir auch wieder maximal Blutfiolen. Unser Leben ist fast wieder auf Max. Wunderbar. Dann können wir mal uns die kümmern. Hallöchen, gut. Besonnene. Wow. War auf jeden Fall ein guter Auftritt von mir. Kann man ja nicht anders das sagen. Der war auch gut. Ja, wieso geht ihr eigentlich nicht in Kampfflammen auf? Oh, mal Ausdauer ist nicht ausdauerhaft genug. Katsching! Aua! Heiß! Au, au, au! Ganz ruhig, mein Kleiner! Das war auch ziemlich knapp. Okay. Leider ziemlich viel Blutfiole benutzt, aber zwei und drei. Haben wir ja wieder fast alles. So, mein Freund, jetzt bist nur noch du da. Gut gemacht. So, gibst du dir vielleicht noch ein bisschen was? Nein, gar nichts. Naja. Kein Freund davon. So, dann gehen wir mal einfach weiter nach oben. Jetzt natürlich die Frage.
Oh Mann! Ich bin schon fast wieder darunter geflogen. Gott! Es ist alles ein bisschen zu knapp immer. Das gefällt mir nur bedingt gut. Ich gehe einfach mal da rein. Schauen wir uns ein wenig noch das Gebiet an. So als letztes großes Abenteuer sozusagen. Auf der Suche nach dem Material. Achso, da sind wir. Okay, das ist ein Shortcut. Hätte ich es gar nicht machen sollen. Na gut, dann habe ich habe aber eigentlich hier Echos gekommen, von daher. Es hat geklappt. So, dann gehen wir mal den anderen Weg. Anderer Weg? Ah, da. Okay. Und nicht runterspringen, sondern vorher stehen bleiben. Braver Bub. Ja, bist jetzt noch nicht gestorben in dem Part. Aber das kann noch alles ändern. Nur spätestens dann, wenn ich gegen Boss kämpfe, gegen Endboss. Okay. Ja, guten Tag, meine Herren. Jetzt bin ich da. Das sieht aber nicht aus wie eine Brücke. Gib mir deinen Loot! Ist da irgendwie was Interessantes? Nö. Ich denke beim anderen auch nicht, aber ich schaue sie halt halber mal. Nö, auch nicht. Okay, dann gehe ich mal den Weg weiter. Ist es Sackgasse? Ja, ist Sackgasse. Das heißt, ich habe hier schon alles erkundet. Dann gehe ich mal wieder zurück, wa? Kann ich ja wieder komplett zurück, weil ansonsten gibt es hier ja nichts mehr. Und ist natürlich jetzt die Frage, wo ist dieser Bluttropfen und von welcher Brücke war die Rede? Das sind alles Fragen über Fragen. Guten Tag. Sackgasse. Ah, da geht's weiter, okay. Das ist ein bisschen Waterboy. Das ist ein schöner Mond. So, haben wir das Abwasser weggelatscht. Dann sind die Füße wenigstens wieder sauber. Gott, da war ich auch gerade ein bisschen verwirrt. Da ist echt noch Loot. Achso, da habe ich den Feuermarker gekillt. Okay, ich habe schon gedacht, dass ich das übersehen habe. Vor allen Dingen, weil es eigentlich mein Farm-Spot war. Dass ich da was übersehen würde, das wär ziemlich peinlich gewesen. Aber was ist mit Mutterhirn gemeint? Da war ich doch noch gar nicht. Da war ich noch gar nicht. Wie komme ich denn da hin? Mal so als Frage. Da ist doch ein Weg. Okay. Wir haben noch ein Gebiet. Jetzt komme ich da hin. Das ist jetzt interessant, dass ich... Normalerweise müsste ja hier irgendwo nach unten gehen, dass ich dann da einen Weg gehen könnte. Ist da hier ein Weg oder so? Nö. Durch das Spiegel kann ich ja auch nicht. Wie komme ich da hin? Das ist eine ernst gemeine Frage. So, muss ich mich hier ein bisschen noch umschauen? Ist hier noch irgendwie ein Geheimgang? Irgendein Weg, den ich noch nicht gesehen habe? Boing. Ja, mal schauen mal. Anscheinend habe ich noch irgendeinen Weg nicht gesehen. Schauen wir einfach mal, ob da irgendwo noch was ist. Irgendwo was versteckt oder so. Oder dass ich irgendeinen Spiegel benutzen kann oder ich weiß es doch auch nicht. Muss irgendwo noch im Geheimgang sein. Okay. Also ich habe ein paar Bücher auseinandergerannt. Das
würde jetzt nämlich ziemlich stark interessieren. Hier geht's jetzt auch nicht weiter, ne? Nope. Naja, ich schaue mich mal ein bisschen um, weil wir wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden. Vielleicht habe ich einen neuen Weg entdeckt, weil normalerweise bin ich ja immer hier hinaufgerannt, da wo die anderen zwei Viecher sind, die habe ich jetzt gekillt. Und oben, ich bin jetzt die ganze Zeit rumgerannt, ich habe jetzt nichts gefunden, aber hier unten waren wir noch nicht. Gut, ich bin ein bisschen jetzt runtergegangen, habe schon zwei Viecher gekillt, aber gelootet, also beziehungsweise da ist ja jetzt so ein Typ, also die zwei habe ich jetzt gekillt. Hier habe ich noch nichts gelootet, eventuell ist hier irgendwie was, wo wir weiterkommen. Lootsteinbrocken. Es kann natürlich auch sein, dass hier jetzt eine Sackgasse ist, was jetzt nicht schön wäre, aber es hier, das Problem ist, es geht halt ziemlich weit nach unten. Oh, wow! Oh. Wieso hat er mich jetzt nochmal erwischt? Wie zum Fuck hast du mich jetzt erwischt? Au. Ja, blöde Kette da. Au, au. Nein, 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 nein. Obwohl, ja. Jawohl. So, ein paar Blutechos hätte ich gerne. Schmutzige Dunstdienste. Oh, so richtig schmutzig. Hoi. Daneben, mein Freund. Auf jeden Fall war ich hier noch nicht. Vielleicht haben wir ja hier was Interessantes. Ein Mond. Ja gut, wir haben eine Rune gefunden, aber ansonsten geht das Suchspiel weiter. Na Leute, erinnert ihr euch noch, wo ich gesagt habe, da geht's Loot und so weiter. Da möchte ich noch gern hin. Und glaubt mir es oder glaubt es mir nicht. Da ist auch der Blutbrocken, den wir brauchen. Aber der ist richtig eklig versteckt. Ich habe jetzt so 10 bis 15 Minuten rumgesucht, wo das sein könnte. Und jetzt schaut doch mal da. Wir haben ja hier den Aufzug, wo es nach unten geht, um den Shortcut sozusagen freizuschalten. Aber das Gitter ist gebrochen. Und eventuell könnte man jetzt hier dahin springen. So richtig ranzig versteckt. Und hier geht es dann weiter. Und hier kommt man dann unter Umwege, kommt man dann hier unter die Brücke. Oh, eine Kiste. Ja, das ist so richtig, das ist so richtig gut versteckt. Also ohne Hilfe hätte ich das echt nicht gemacht, nicht gefunden, um ehrlich zu sein. So, jetzt kommt dieses Ding, den Bastardus, was mir jetzt nicht so gut gefällt. Hallöchen. Wie geht? So, dich hätten wir. Und gleich ein Beruhigungsmittel. So, aufkalt. Verfluchte Ermäßigungsblut. Gott, die Namen werden ja auch immer länger. So, dann hätten wir den schon mal. Wunderbar. Ja, und jetzt sind wir da, wo ich auch hin möchte. Verwandten Kaltblut, Stufe 11. Nice. Gibt, glaube ich, 10.000 Blutechos oder irgendwie so. Bin ich auf jeden Fall ein großer Fan davon. Das sind zwei. Das gefällt mir nur bedingt. Geh, bitte. Weg und das schwindet an. Und gleich Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel. Boah, Glück gehabt. Und noch einen Stein. Wunderbar. Jetzt haben wir da noch einen. Und ich hoffe, das reicht jetzt auch mit den ganzen Kackviechern. Aber darauf zu kommen, das ist ja. Also, darauf bin ich echt nicht gekommen. Nein. Mal schauen, ob es komplett voll geht. Wenn aktiviere ich mein Ding. Ja, ich aktiviere es. Das war ziemlich knapp. Aber jetzt haben wir soweit alle, oder? Drei Stück. So viele Edelsteine. Ich hoffe, die sind auch gut. Auf jeden Fall hier geht es jetzt weiter. Wie es jetzt hier weitergeht, weiß ich natürlich nicht. Was? Spinnen mit Menschenköpfe? Wie geht's? Das sind einige. Was ist doch die denn? Quecksilberkugel. Wie geht? Ihr habt Menschenköpfe. Das ist ja eklig. Naja, ihr wisst schon, aber ihr habt eine geile Frisur, so von den 90er Jahren oder so. Naja. Naja, gehen wir mal die Spinnen. Irgendwie tut es mir leid. Aber irgendwie müsst ihr auch sterben durch eure Hässlichkeit. So. So, dann wie geht's hier weiter? So, Della. Da könnte man dann runterspringen, aber
Da haben wir ein Hebelchen. Da hinten. Ist das vielleicht dieses Mutterhirn? Mal schauen. Ah, eine Cutscene! Eventuell ist es noch was Besonderes. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Fliegt das jetzt runter oder. Ach du Scheiße, das fliegt ja wegen Eichweit runter. Ja gut. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Schauen wir mal. Oh, eine Kiste. Oh Gott. Oh Junge. Ist also einer dieser Tage. Und dran. Oh, jetzt muss ich ja noch aufpassen. Jetzt muss ich ja noch mich darüber laufen. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Gut. So, jetzt machen wir dich kaputt. Nein, nicht datschen. Und schnell Drang nehmen. Schnell Drang. Ah, oh, Glück gehabt. Und den gönne ich mir jetzt auch noch. Wie viel habe ich noch? 5 Beruhigungs. Okay. Haben wir noch ein bisschen was. So, dann nehme ich mir doch die Schatzkiste. Die habe ich mir aber sowas von verdient. Ching. So, was haben wir denn hier Hübsches? Eine Chorglocke, okay. Jetzt muss ich nach unten springen, oder was? Ja, weniger, oder? Ja, irgendwie muss es ja jetzt weitergehen. Okay. Muss ich mal kurz schauen. Auf die Brücke nicht, oder? Ne. Das ist jetzt so die Frage, ne? Was mache ich denn jetzt? Da ist ja jetzt auch kein Geheimgang oder irgendwie sowas in der Art. Und ich habe mich noch weiter ein bisschen informiert. Also man kann auch mehrere Blutbrocken haben, aber die kriegt man dann nur im Dungeon und so weiter. Die Frage ist jetzt, ja, wie komme ich da jetzt runter? Ich glaube, runterspringen ist die falsche Entscheidung. Da bei dem Vorsprung vielleicht? Wenn ich da jetzt runterhüpfe. Ich bin halt jetzt noch nicht gestorben, ne? Wenn ich das jetzt mache. Ich weiß es halt nicht, ne? Ich versuch's einfach mal, ne? Ja. Das hat nicht ganz so funktioniert. Eventuell habe ich fast was sehen. Ich hätte halt gar nicht runterspringen sollen. Sondern woanders. Das zeige ich euch gleich mal. Wir gehen jetzt noch einmal den kompletten Weg wieder hin. Ich hoffe, ich schaffe das nochmal mit dem Abspringen. Weil das ist gar nicht so leicht, denke ich. Aber ich auch nur Glück habe. Okay. Bitte nach unten, bitte. Schauen wir mal, ob ich es diesmal auch wieder schaffe. Da ist er und... Schopp! Oh, das war ziemlich knapp, aber ich hab's geschafft. Jetzt zeige ich euch gleich, welchen Weg wir gehen. Wir gehen jetzt einfach hier... Einfach so an denen vorbei. Leck mich am Arsch! Fucking Wahnsinnsanzeige. Geht die auch irgendwann mal wieder weg, oder... Okay, jetzt geht's wieder zurück. Das Problem ist, wenn sie mich jetzt nochmal erwischen, dann... Ich hab schon gedacht, der hat mich jetzt erwischt mit seinem Bullshit. Ach, ich laufe einfach. Scheißegal. Ich gönn mir jetzt noch ein Ding. Nein. Ein zärtlicher Kuss. Na, lecker. Gönn ich mir noch ein. So, lass mich da mal durch. So. Das sind jetzt die ganzen Spinnen. Au. Jetzt tut's gleich weh. Bäm. Aua. Geh weg, Spinne. Aua. Blöde Kackspinne. Auf jeden Fall haben wir ja hier den Hebel betätigt. Und dann müssen wir hier runterspringen, was wir ja gemacht haben. Aber.
Jetzt hole ich mir erstmal das da wieder zurück. Er hätte nicht da unten runterspringen sollen. Eventuell gibt es hier einen Weg. Aber auch nur eventuell. Können wir hier noch ein bisschen looten. So. Looten wir mal die ganze Scheiße. Ein Dunkelstein, okay. Alter, gibt's der Lure des Todes. So viele Weisheiten. Da geht's sogar noch weiter, okay. Auf jeden Fall müssten wir dann eigentlich zurück, um den Blutbrocken zu holen. Aber wenn ich hier gerade sehe, hier gibt es so ziemlich viel Loot, dann hole ich mir erstmal den Loot, oder? Sofern ich jetzt nirgendwo abspringen muss und hier nicht so viele Gegner sind. Es geht alles weiter. Und überall ist Loot und zum Glück keine Gegner, bis jetzt. Gott, so viele Engelsteine. Ich bin hellauf begeistert, muss ich sagen. Das habe ich mir auch verdient. Gott, das hört sich so eklig an. Da ist wirklich kein Vieh, oder? Okay. Da haben wir eine Tür, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Mit Eisenschlüssel. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Hä? Hat sich das jetzt wieder geschlossen? Nee, okay. Dann habe ich die Tür immer übersehen, oder was? Naja. Was auch immer. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal wieder zurück. Good job, mein Freund. Und zwar müssen wir jetzt dahin. Und dann müssen wir runterspringen. Und zack. Sollte man normales überleben. Bam. Und hier haben wir jetzt den Blutbrocken. Yeah. Ja, und da runter springen, es muss nicht unbedingt sein. Ah, da geht's weiter. Ich habe schon gedacht, du musst jetzt aber trotzdem sterben. Aber wie es aussieht, habe ich doch nochmal Glück gehabt. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ah ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Traum des Jägers wieder, um unsere Waffe auf plus 10 abzugraden. So, jetzt sind wir hier und jetzt können wir unsere Waffe auf plus 10 upgraden. Mal schauen, ob sich da noch viel ändert. Waffe verstärken, Jägerachs auf plus 10. Skalierung haben wir B, D, 10. Okay. Oh, Angriff machen wir fast 20 mehr. B, D, C, Bam, B, B, B haben wir. Wow, das ist ziemlich viel. Der Angriff ist auch ziemlich hochgegangen. Und ich habe natürlich eine Trophäe bekommen. Das will ich doch meinen. So. Reparieren waren wir jetzt natürlich nicht, weil wir ja sehr upgraded haben. Verstärkung. Was haben wir denn Neues bekommen? Ich gehe jetzt mal dahin. So. Plus 19,8 Angriff. Und minus 9,7 gegen Verwandte. Was halt dann trotzdem noch 10 Angriff gegen diese Verwandten wären. Gegen Bestien. Stichangriff 23. Das wäre es mit der Lorenz Waffe oder keine Ahnung, wie die jetzt genau hieß. Arkanangriff. Psychischer Angriff bis 18%. Blutangriff bis 21%. Oh, das könnte eventuell für meine Pistole interessant sein. Ja gut, dann würde ich sagen, ich nehme mal das da. Hier bei 15% Angriff. Kann man da vielleicht noch das andere? 18% physischer Angriff. Gegen Bestien. Gönnen wir uns das da. Und hier ja, haben wir ja die 18%. Ne? Das sollten eigentlich dann auch passen. Wow, wir haben plus 318 Zusatzschaden. Das ist ziemlich viel. Genau, die Ludwigsheilige Klinge, die habe ich gemeint. Und die Donnerbüchse. Was können wir da Schönes noch machen? Na, da ist diese plus 10 eigentlich das Optimale. Hätte jetzt echt nicht gedacht. Aber okay, nehmen wir die mit. So, wir haben ja eine neue Rune bekommen. Habe ich schon geschaut, aber kann ich euch nochmal sagen. Wir haben ja, glaube ich, mehr bekommen. Ne, Mond haben wir bekommen. Es ist einfach, dass ich mehr Echos von gefallenen Gegenständen bekomme. Aber jetzt sind wir verdammt nochmal richtig stark noch geworden. Also da geht auf jeden Fall einiges.
Kann ich hier noch... Wie viel seid ihr jetzt schon? Ihr seid zu 8, ne? Der hat ein Messer. Applaus, Applaus. Ich find's auch. Was? Habt ihr jetzt noch irgendwie was Besonderes? Ich glaube eher nicht, ne? Ritualblut. Ne, da habt ihr jetzt auch nichts Neues. So, Leute. Da wir jetzt das gemacht haben, was ich eigentlich machen wollte. Badminton-Part. Ne, Quatsch. Jetzt geht's so richtig los, aber ja, können wir noch ein Level up und dann speichere ich das Spiel. Über kleinen Haschmuck reden. Können wir auch? Was? Von mir aus. Was ist das? Stimmt, das habe ich ja dann in der verlassenen Werkstatt gefunden. Nicht. An nichts. Nur ich fühle eine Sehnsucht. Das Gefühl kenne ich nicht. Was passiert mit mir? Sagt mir, Jäger, kann das Freude sein? Hat man, wo meine Freude ist, einen Tränenstein bekommen. Was ist das jetzt schon wieder? Tränenstein, silberglänzender Tränenstein, bringt Tropfen gut in den Stein. Benutze ich einfach mal. Bam. Dann schauen wir uns gleich hier mal den Tropfen an. Vielleicht ist es ja auch nochmal was Neues oder was Gutes. Dauerhafte GB-Gewinn plus 2. Plus 2 einfach. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich weiß wirklich nicht. German erwartet euch. Geht. Ja, der German, der kriegt jetzt auch gleich ins aufs Maul. Lasst mich. Noch einmal Level up und dann 2 Level. Ja gut, machen wir es doch auf 45. Beziehungsweise ich will ja mal kurz schauen, wie es da mit Angriff ist. Naja, komm, wir machen 45. Bam. Theoretisch, ne? Lebt wohl. Gut, möget ihr euer. Ja, ja. Theoretisch können wir ja unsere ganzen Dingsbums, unsere Kaltbluttau benutzen. Wenn wir das schon haben, ne, dann können wir es ja auch benutzen. Plus 700. Machen wir wegen Zeitraffer, denke ich immer. Jetzt hätten wir soweit alles und ich glaube, ein, zwei Level Up könnten wir noch machen. Schauen wir mal. Zwei Level Ups können wir noch machen. Wunderbar, dann investiere ich jetzt mal in Stärke. Und wir sind exakt Stufe 100, ey. Das passt ja, als hätte ich das so eingetragen. Bam. Gut, der Level 100er Boy, der ist ready for Rumble, würde ich mal sagen. Jetzt noch Kissel aktivieren. Und wie gesagt, ich werde jetzt das Spiel soweit speichern, den Spielstand hoch in die Cloud tun. Und dann kann ich mit dieser Datei wieder runterziehen, wenn wir dann den ersten Weg gemacht haben. Und jetzt werden wir alle drei Wege machen. Von daher, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich auch abgespeichert und ich würde sagen, lasst uns mit dem großen Finale beginnen. Na, German Boy. So, wir machen jetzt erstmal das erste Ending oder das zweite Ending, je nachdem. Also ohne Nabelschnüre momentan noch. Wo ist denn der Boy? Ah, da oben. Ah, oben chillt er seine Base. So. Hallöchen, mein Freund. Jäger, ihr habt euch gut geschlagen. Die Nacht ist fast vorbei. Jetzt werde ich bei euch Gnade walten lassen. Ihr werdet sterben, den Traum vergessen und unter der Morgensonne erwachen. Alles klar, mach mal. Frei sein. Yes! Freedom! Von diesem schrecklichen Traum des Jägers. So, genau. Das Ending ist so, dass ich mich sterben lasse, dann wahrscheinlich, ne? Wenn ich ablehne, sind wir das zweite Ending, das heißt, wir müssen gegen ihn kämpfen. Und das dritte ist, wenn ich diese drei Schnüre gegessen habe. Okay? Erste Ending, Leben Lebt einreichen. Wohl, mein kühner Jäger. Adios, amigos! Das Blut. Das Blut ist in mir, mein Bruder. Mein Bruder. Gib's mir, Ducky, gib's mir, Ducky, gib's mir, Ducky. Oh Gott! Bitte nicht! Aber ich wollte doch nur Süßigkeit.
Karten verkaufen. Au. Das hat ein bisschen gekitzelt. Die Nacht ist vorbei, die Sonne strahlt. Lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr euer Heil in der wachen Welt finden. So, damit hätten wir das erste Ending, das Anführungszeichen das leichteste und das lame Ende. Und wir sehen uns gleich wieder zum zweiten Ending. So, somit hätten wir das erste Ending. Ich hoffe, meine Waffe ist noch auf plus 10. Okay, gut, dann sind wir erst soweit. Und jetzt lehnen wir das Angebot ab. Und dann kriegt er einen Hadarisch. Und dann werden wir noch das dritte Ending machen. Dann hätten wir dieses Let's Play eigentlich hinter uns. Aber ich muss sagen, das war ein sehr schönes Spiel. Hallöchen. Gut, das haben wir ja schon alles mehr oder weniger. Diesmal lehnen wir es ab. So, Alter, sag, jetzt geht's dir ein Hadarisch aufs Maul. Oje, oje, was war es? Die Jagd, das Blut oder der schreckliche Traum? Das war der Lakritzstrang, mein guter Freund. Oh, es ist auch nicht wichtig. Es ist letztendlich immer der Helfer der Jäger, der nach solchen Dingen wieder für Ordnung sorgen muss. So, mein Freund, it's final. Vor allem denke ich, dürfte den ja zweimal besiegen. German an der Jagd teil. Ist schön für den German. So. Ist sein Balken größer als sonst? Als alle anderen Bosse? German, der erste Jäger. Aua! Hey! Alter! Schön drauf! Jawohl, so muss das. Eine Frage, magst du... Ich weiß auch nicht, magst du ein bisschen Feuer? Mach ich den Feuer an deinem Hintern? Feuer, ist der Feuer, du Au, ein bisschen zurück. Tsching. Und weiter geht's. Alter, wollte er sich wieder zu mir herholen? Der wollte mich looten, der Boy. Au. Yemi. Auch ein wenig zurück, ein wenig zurück. Ach, jetzt ballert er auch, der Freund. Aua. Nee, ich seh doch nichts. Ching. Und leider das Pern wieder verkackt. Oh, jetzt ist die zweite Phase, das ist ja schön.
Mein Feuer ist leider... Oh. So, Feuer Nummer 2. Da wollen wir mich wieder looten, der Boy. Ja, was hat er vor? Hey, Kumpel, ich hab... Au. Nee. Ich hab noch 15 Stück. Na, das geht noch. Das hat mich schon wieder getroffen, der Drecksack. Nee, jetzt macht er wieder den Angriff. Wow. Da hab ich fast erledigt, der Drecksack. Ach Gott, komm da her, mein Freund. Nee, was macht er, was macht er? Ah, er haut halt, er macht halt immer einen Rückwärtsschritt, das ist halt das Blöde. Komm, stopp. Nee. Einmal habe ich ihn getroffen, aber das war jetzt nicht unbedingt gut. 9 Stück, das ist nicht gut. Ich frage mich, ob das vielleicht so besser ist. Na. Genieß nur erstmal die schöne Musik, ey. Aua. Ja, ist in Ordnung. Ich habe eigentlich gedacht, du machst irgendwie noch so ein Ulti oder so. Hm. 128.000, ey, leck mich am Arsch. Aber ich gedacht, der macht jetzt noch, der lädt sich auf und macht irgendwie ein Ulti. Oder habe ihn zu schnell gekillt. Aber normalerweise... Hallöchen, mein Guter. Du bist dann wahrscheinlich der alternative Boss. Aber es tut mir leid, ich habe die Nabelschnüre nicht genommen. Na lecker. Wie geht? Gönn dir. Guten Appetit, mein Freund. Jetzt bin ich der German der Zweite oder so. Und so beginnt die Jagd erneut. Jetzt bin ich jetzt der zweite Jäger. Jetzt kommt jetzt der dritte oder so. Ja, ein ewiger Teufelskreis. Wünsche anerkennen. Ich habe den weggebasht wie sonst noch was. So, das war jetzt auch das zweite Ending. Beim dritten habe ich ein bisschen Angst, weil es ja dann zwei Bosse sind. Und wenn ich zwischendrin nicht irgendwie noch Blutechos bekommen kann, dann habe ich definitiv Probleme. Dann habe ich definitiv Probleme, aber das werden wir dann später erfahren. Bis gleich! So, und jetzt zum letzten Streich, denn alle, ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. So, jetzt gehe ich jetzt mal da entlang. Ihr kennt den Weg, den haben wir ja schon zweimal begangen. So, und bevor ich jetzt den Typ da anlaber, gönnen wir uns erstmal was, so richtig geilen Happen. Und zwar diese drei Nabelschnüre. Brauchen wir denn die überhaupt? Drei Stück, ein Drittel der Nabelschnur. Auch wenn man vier droppen kann insgesamt, aber na gut. Einen guten. Er gönnt sich das Zeug. Das ist so richtig roh, ohne zu grillen. So, nächstes. Und alle guten Dinge sind drei, würde ich mal behaupten. Genauso wie das dritte Ending. So. Somit sollten wir jetzt alle drei haben und schauen wir mal, was jetzt passiert. Jäger, ihr werdet mir von... So, wir lehnen jetzt wieder ab und dürfen wieder gegen den Boy kämpfen. So, mein Freund, ich hoffe, ich komme wegen besser zurecht als vorhin. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gegen den, das kann natürlich auch sehr gut sein. Der war gut. Habt ihr es gerade gehört? So, ja, da bist du selber schuld, dass du da reinrennst. Feuerchen. Mal wieder. Immer wieder auf Feuerchen.
Alter, da burnt der Boy. Nee. Komm her. Lass dich bluten, du Sau. Okay. Zurück. Katsching. Katsching. Und aufladen. Ja, es reicht. Es reicht, hab ich gesagt. Au. Ich glaub, momentan. Jawohl, parryn! Mit Feuer. So möchte ich das doch haben. Oh, ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Als drauf. Als drauf. Jetzt holt er wieder seine Sensen Boys raus. Das hatte ich unbedingt so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Puh, Glück gehabt. Macht er wieder sein Ulti wahrscheinlich. Ah, okay. Diesmal hat er es sogar geschafft. Ah, jetzt nicht sterben. Komm. Au. 12 Blutviolen. Ich weiß nicht, wie viel wir vorhin gehabt haben. Ah, komm, komm an. Ah, shit, wieder zurück. Ah, jetzt parrot er. Ah, das war nicht gut. 10 Stück, das ist auch übrigens nicht gut. Ich glaube, ich war schlechter als vorhin. Gut, das ist zwar schon wieder, aber... 10 Blutechos ist nicht viel. Schauen wir mal, ob sich überhaupt was geändert. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Fehler gemacht. Was sagst du jetzt dazu? Ich habe ein paar Schnabelschnur gefressen. Magst du haben? Magst du looten? Hinweggestoßen. Oh, shit. Sagt, ich muss es sofort bekämpfen. Mit 10 Blutedos. Ich weiß nicht. Das gefällt mir nur bedingt gut. Aber wir haben schon ein bisschen Schaden gemacht. Au, hat er sich mit dem Schwänzle abgegriffen. Hat er mich? Achso, ich hab gerade gedacht, der hätte mich. Ich hätte. Achso, der hat doch meine kompletten Leben ausradiert. Ja, shit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. War mir jetzt nicht gerade sicher bei diesem Schrei, aber er hat tatsächlich meine Leben auf 1 minimiert, der Drecksack. Gut, Death Counter Nummer 2, beziehungsweise der erste beim Boss, beim ersten Death Counter in diesem Part bin ich ja runtergesprungen. Jetzt natürlich die Frage, muss ich jetzt schon wieder gegen German kämpfen oder so? Und, Lady, könnte ich meine Blutfiolen wieder auf, dingsen? Das Blöde ist jetzt, Moment. Ich hab doch ein Lacher. Benutzen wir doch das Lacher. Jetzt geht's auf zum Lacher. Ich hab keine mehr. Das ist ja ziemlich ungünstig für mich, will ich jetzt mal behaupten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich gegen German jetzt nochmal kämpfen muss oder nicht, ne?
Jetzt muss ich halt irgendwas verkaufen. Dass ich halt mehr war Blutvieh. Ach, die kosten nur 40. Wieso kosten. Ach so, wenn ich sie verkaufen. Ach so. Ritualblut, ne? Ich möchte die eigentlich noch behalten. Da kann ich mir doch einiges. Ja, das sind jetzt unbedingt so viel. Hauen wir mal 34, oder? Da könnten wir 6 machen. Da machen wir mal 2. So, dann kaufen wir mal was. 15. Reicht doch nicht ganz, oder? Doch, ich habe 24 von 24. Das passt 100%. So, dann wollen wir nochmal. Und diesmal wegen mehr aufpassen. Diesmal weiß ich Bescheid. Aber... Ich muss gar nicht gegen German kämpfen. Ich darf gleich gegen das Vieh kämpfen. Was ziemlich vorteilhaft jetzt ist. Aua, aua, aua. Ich hab so ein Gefühl, er ist ein wenig aggressiver als gerade eben. Kann es sein? Die Scheiße aus dem raus. So, jetzt heilen. 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 Gut. Jetzt weiß ich Bescheid, mein Freund. Alter, du machst Schaden. Weg, 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 weg. Na, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Drecksack. So, mein Freund. Jetzt geht's weiter. Round 3. Alle guten Dinge sind drei. Es passt halt alles. Hoffentlich schafft es jetzt auch. Weil dann kann ich da drei Endings am dritten Versuch und alles. Aber bis jetzt geht er mit. Alter! Lass mir doch meine guten Dinge entnehmen. Das ist genauso ranzig wie das andere Kackvieh. Ah, ich darf nicht vor ihm sein. Aber ich hänge jetzt fest. Ist das ein scheiß Ernst? Oh, bis jetzt habe ich nur 0 Schaden gemacht. Ja, jetzt habe ich wieder mal 50 getroffen. Ah, klar, jetzt ist gerade ein Fenster bei mir aufgegangen. Auf meinem PC. Ah, Part 19 ist gerade fertig gerendert worden. Gut. Blödes Scheiß. Drecksvieh. Der war gut. Jetzt für den Zorn. So, Energie, Energie, Energie. Und gleich aufladen drauf. Jawohl. Und weiter geht's. Immer fest drauf. So wie Mutter das mag beim Kuchenbacken. Aber jetzt trifft er einmal. Also, alle guten Dinge trifft er. Wie ist das? So, dann hätten wir auch diesen alternativen Boss erledigt. Yeah! Blutriechen. Da bin ich ein großer Fan davon. So, dann hätte ich das auch geschafft. Damit muss ich jetzt eigentlich nichts mehr viel machen. Jetzt genießen wir noch die Cutscene. Und dann beenden wir das Spiel. Ist euch kalt? Schleimy Boy! Oh, die Lady mit dem Tentakel. Das wird Geschichten geben, das sage ich euch, liebe Kinder. Da habe ich den Mondi Boy auch erlegt. Anfang der Kindheit. Und das war's wieder, Katzin. Naja, ich habe mir tatsächlich für das dritte Ending ein bisschen mehr erhofft, aber na gut. Das war's, liebe Leute. Das Projekt ist schon vorbei nach 20 Parts. Etwas traurig, aber es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich denke, ich kann sagen, ich bin ziemlich gut durchgekommen. Klar, bei dem letzten, bei diesen Materia, da bin ich
viermal gestorben, glaube ich, und dann beim fünften Mal habe ich gesehen. Und jetzt bei der Mondbestie bin ich zweimal gestorben. Das ist aber alles generell eine gute Bilanz, würde ich sagen. Wie hat mir das Spiel denn gefallen? Im Gegensatz zum Beispiel jetzt bei Dark Souls 3 zum Beispiel, was ich auch gespielt habe. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, Dark Souls 3 ist besser als Bloodborne oder Bloodborne ist besser als Dark Souls 3. Das sind zwei sehr schöne unterschiedliche Spiele, aber mit derselben Mechanik sozusagen. Außer dass du jetzt bei Bloodborne, dass es ein wenig schneller geht und dass du die Möglichkeit hast, wenn du Gegner besiegst oder beziehungsweise Gegner angreifst, nachdem du getroffen wurdest, dass du halt dich aufheilen kannst. Das verleiht das Spiel halt dazu, dass du etwas aus deiner Schale hervorkriegst, also damit möchte ich halt sagen, dass du nicht irgendwie so verengt irgendwie in der Ecke kuschelt und lass mich in Ruhe, bitte nicht berühren, sondern wenn du getroffen wirst, keine Zeit zum Überlegen, hau auf das scheiß Kackvieh drauf, damit du dein Leben wieder zurückbekommst. Das ist so die Spielmechanik. Die finde ich eigentlich ziemlich interessant und hat auch Spaß gemacht. Generell, die Grafik war Bombe. Die Bossgegner von dem Design war richtig geil. Gut, bei 1-2, das war. Ja, belassen wir es mal dabei. Aber im Großen und Ganzen richtig geile Bosse. Da war auch nie irgendwie ein unfairer Kampf oder irgendwie sowas, sondern alle Gegner hatten irgendwie ihr Angriffsmuster und wenn man mit denen lernt, mit diesen Angriffen, dann kann man auch gut dodgen und kann dementsprechend auch dann parieren, Gegenangriff machen und beste Geier was. Die Welten, wo wir rum sind, das war auch ziemlich atmosphärisch und alles. Schön wie der Mond, der mal scheint, oder dieser blutrote Mond zum Beispiel. So die ganzen Umgebungen, mal im Wald, mal sumpftechnisch, mal in so einem verlassenen Dörfchen. Obwohl die nicht ganz so verlassen waren, aber ihr wisst, was ich meine. Es war ein sehr schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich drauf, zu sagen, ja, ich hab's geschafft. Und ich werde es natürlich für mich persönlich nochmal komplett neu spielen. Weil jetzt soweit habe ich ja jetzt das New Game Plus freigeschalten. Und da gibt's natürlich dann, haben die Gegner mehr Leben. Also so war es jetzt bei Dark Souls 3. Ich weiß jetzt nicht, ob es genauso ist, aber ich denke mal schon, dass die Gegner etwas mehr Leben haben. Die geben natürlich dann auch ein bisschen mehr Blutechos und so weiter. Und werde mal schauen, was ich da noch so für Geheimnisse freischalten kann. Aber bevor ich jetzt dieses New Game Plus mache, werde ich jetzt noch einmal den Speicherstand noch einmal wieder runter tun. Also bevor ich beim German bin, um halt auch noch mal ein paar Trophäen. Ich bin ja ein Trophäensammler. Möchte mal schauen, was ich noch so alles erkunden kann, was ich noch alles finden werde. Bevor ich dann wirklich das Spiel, also diesen Run beende und dann halt New Game Plus mache. Ach, ein wirklich sehr schönes Spiel. Stimmt's, German? War ein schönes Spiel, oder? So, jetzt schauen wir nochmal, was da gleich passiert. Ich habe jetzt auf Option, also auf Start gedrückt, wie es bei den alten Nintendo-Spielen eigentlich so war. Wenn man da drauf drückt, Start, dass man die Cutscene und beziehungsweise die Credits überspringt. Gibt es ja bei der PlayStation, da haben wir ja nur die Optionstaste. PlayStation will was ganz Besonderes sein. Die können einfach kein Start Select machen. Gut. Und gezeichnet und versiegelt. Ah, okay. Das sehen wir dann schon im New Game Plus. Mich minimal kurz noch reinschauen, bevor wir jetzt den Part beenden. Ich hab mal Waffen, das ist doch schon mal schön. Wir machen noch den Wolfi und dann beenden wir es dann aber auch wirklich. Wolfi, keine gute Zeit für dich, mein Freund. Ich hab eine Waffe. Das wird nicht gut für dich enden, das sag ich dir gleich. Aber er lebt wieder. Ching. Ching. Bam. Schießen halt tot. Bam. Ach ja, du tust mir ein bisschen leid. Jetzt hast du nicht einmal meine Chance, jetzt wo ich gleich am Anfang eine Waffe habe. Ich habe gar nicht geschaut, wie viel Erfahrung kriege ich denn eigentlich? Wie viel Erfahrung habe ich denn eigentlich im normalen Run bekommen? 100, oder? Oder so. Jetzt muss ich doch nochmal einen Gegner killen. Ich hätte gerne einen Gegner zum Looten, bitte. Okay, da schon mal nicht. Dann gehen wir halt mal kurz den Weg. Aber keine Sorge, in einer Minute beende ich den Part.
Dann haben wir auch alles zählt. Ich hab 99 Einsichten. 99 Einsichten! So, dann kippen wir den ersten offiziellen Boss sozusagen. Oder was heißt Boss, den ersten Gegner? Hi, mein Freund! 742 kriegt man schon beim leichtesten, sag ich jetzt einfach einmal. Also man merkt, das Nuke and Plus, da ist alles ein bisschen... Ja, da wird alles ein wenig hochgepitcht sozusagen. Aber gut, meine lieben Freunde. Das war's jetzt mit diesem Projekt, mit dem wunderschönen Projekt. Und wir werden uns in weitere Projekten sehen. Vor allen Dingen, ich sag das jetzt am 11.03. um 16 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann der Part rauskommt. Das ist jetzt Part 20. Ich habe jetzt momentan 6 Parts gerade erst hochgeladen. Also wahrscheinlich kommt der eh erst Mitte, Ende April raus. Aber hey, habe ich soweit das ganze Projekt schon aufgenommen. Ich konnte halt auch nichts anderes zocken. Ich habe ja noch Tales of SF, wo ich noch ein paar Trophäen farmen möchte, aber Bloodborne hatte Vorrang. Und jetzt habe ich auch alles aufgenommen. Jetzt muss ich soweit noch ein bisschen rendern, Thumbnails machen, alles. Und dann ist das vorbei. Und jetzt Schluss mit der Worte. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like da. Und wir sehen uns in den nächsten Projekten. Haut rein, euer